Hallo. Mir ist sehr wichtig, dass ich meine Kinder schon früh anfangen, mit Gott lernen, reden, beten. Ich muss sie ja jeden Tag loslassen, in die Kinski, in die Schule oder wenn sie in einen Schwimmkurs gehen oder wo auch immer. Und ich kann nicht alles kontrollieren. Ich weiss auch nicht, was alles geht. Sie erzählen mir schon längst nicht mehr alles. Aber für mich ist es so wichtig zu wissen, dass wenn sie einen Moment Angst haben oder sich allein fühlen oder irgendetwas ist, dass sie das Bewusstsein haben, ich bin nicht allein. Gott ist immer mit mir und mit dem kann ich jederzeit das Gespräch aufnehmen. Und darum ist es mir wichtig, dass das Beten schon früh ein Thema ist und das auch möglichst natürlich passieren darf. Und für mich ist es ein Schlüssel, mit Danken anzufangen. Beispielsweise tue ich noch gerne vor dem Essen entweder ein Dankenslied singen oder ich habe auch schon einfach den Teller befüllt mit Essen und dann sage ich zum Beispiel, oh Herr, danke vielmals für die feinen Nudeln. Und dann gehen wir im Kreis und jeder sagt für etwas danken. Und manchmal geht es weiter in 2, 3, 4, 5 Kreisen rundherum. Und nicht selten verlässt das Danken dann auch mal das Essen, sondern es geht einfach weiter in etwas, wo man Gutes erlebt hat, wo man Freude hat. Ich habe auch schon den Nachbarsbub integriert, der hat bei uns gegessen. Da hat er auch gerade Danke gesagt, das ist ja nicht schwierig. Und da können die Kleinen und die Grossen mitmachen, das ist nicht komisch. Also, mein damals 2-Jähriger hat mal gesagt, danke, uhaha, und wollte sagen, danke für den Aff. Und das ist so schön, wenn man spürt, für was die Leute dankbar sind, freut man sich ja mit. Und es ist so eine natürliche Art, mit Gott zu reden. Und ich finde es eben cool, weil man in dieser Form auch andere einbeziehen kann. Und der Nachbarsbub, der, als er das nächste Mal zu uns gegessen hat, er mich daran erinnert, dass wir jetzt noch Danke sagen müssen. Das finde ich sehr schön. Ich habe jetzt mit meinen Kindern noch nicht gross von Fürbitte machen. Ich weiss aber, dass eine Kollegin, die tut jeden Abend vor dem Schlafen mit den Kindern beten und fragt die Kinder, ob sie jemanden kennen, der etwas traurig ist oder nicht so zu Weg ist und ob sie für das Kind oder für die Person beten wollen. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Art, in die Mission von der Nächstenliebe und auch von der Fürbitte, die Gott uns dazu auffordert, auch einzuführen, auch den Blick zu schärfen für andere, das Mitgefühl für andere. Ich habe eine andere Kollegin, die kann einfach während dem Haushalten tut die einfach laut mit Gott reden und schwätzen. Und ihre Kinder, die hören das. Das finde ich natürlich obercool, wenn man so natürlich mit Gott reden kann, dass das einfach so im Alltag nebenbei passiert. Eine andere Kollegin, die tut gerne mit den Kindern beten, wenn sie sich verletzt haben. Oder bei Albträumen. Du spürst sicher am besten selber, was dir ringt. Es soll ja nicht befremdend sein für dich, das spürt das Kind, und dann wird es unangenehm. Du einfach ganz natürlich probieren, das Kind ins Gespräch mit integrieren mit Gott. Ich finde es cool, wenn du es ganz natürlich machen kannst, ohne gross Hände zu und besinnlich. Ich denke, dass erschwert es dann im Kindski vielleicht zu beten. Ich weiss es nicht, auch das ist natürlich zum Ausprobieren. Einfach so als Gedanke. Ja, würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen in die Kommentare schreiben könntest, wie du es machst, wie du es erlebst. Ich glaube, das würde uns ermutigen, uns ergänzen. Ja, kommt mit euch. Tschüss.